A lady up there is trying to call the buffalo over to her. What the fuck are you doing? Schockbilder einer Bisonattacke in den USA. Der riesige Büffel wirbelt eine Frau wie eine Puppe durch die Luft, reißt ihr dann sogar die Hose von den Beinen. Die Horrorszene passierte im Custer State Park, einem Wildtierreservat im Südwesten des US-Bundesstaates South Dakota. Eine gigantische Bisonherde überquert dort die Straße. Die Regeln bezüglich des Kontaktes zu Wildtieren sind in den US-Nationalparks deutlich formuliert und werden jedem Besucher erklärt. Abstand halten, nicht anfassen und wenn möglich im Auto bleiben. Die 54-jährige Besucherin aus Iowa macht bedauerlicherweise nichts davon. Die Frau schießt Fotos, läuft zwischen den Tieren entlang. Und dann begeht sie ihren größten Fehler. Sie nähert sich einem Jungtier. I might be getting her death on camera right now. And that buffalo has a baby. Die Reaktion kommt prompt. Ein erwachsener Büffel geht auf die Frau los, eines seiner Hörner verfängt sich in ihrer Gürtelschlaufe. Bisons wiegen zwischen 460 und 1000 Kilo, Menschen haben dem nichts entgegenzusetzen. Oh my God! Hilflos wird die Frau herumgeschleudert, dann reißt ihre Jeans. Während der Büffel zur Herde zurückrast, bleibt sie bewusstlos am Boden. Später kümmern sich Sanitäter um die 54-Jährige. Sie wird ins nächste Krankenhaus geflogen, zum Glück ohne schwere Verletzungen.